Der Kurs heißt Schnörkel, ja? Das ist ein tätiger Kurs, wo wir lernen nicht nur, wie man dünn muss man malen, sogar wie muss man bauen, sage ich so, am besten so System, also für Schnörkel. Das ist einfach, wenn wir wissen genau, was ist das Schnörkel und wie kann man das also auf die Nägel zeichnen oder malen. Und natürlich kann ich nicht jetzt sechsstündigen Kurs anbieten, aber wenigstens ganz kleiner Teil. Ich zeige euch, heute, und zwar meine Schüler auf dem Schulung Schnörkel, die bekommen eine, so kann man sagen, eine gute Heft mit verschiedenen Beispielen, so Schritt für Schritt, wie wir mit dieser Heft, die können zu Hause also weiterlernen, und also das hilft immer weiterlernen, ja? Gut, also wenn habt ihr Interesse, da könnt ihr meine Termine schauen online auf Homepage. Aber heute, wie gesagt, ein bisschen, ich zeige euch Thema Schnörkel. Das ist immer interessant. Wenn, ich kann euch sogar zeigen jetzt, ja, meine Tipps aus der Schulung. Wenn ich drehe die Kamera, ich zeige euch das ein bisschen nah. Ich habe eine Frage. Ob können Sie mich gut hören heute? Меня хорошо слышно? Ребятушки. Hallo, 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 Ernesta. Bitte, bitte, bitte melden. Bitte schreiben, ob können Sie mich gut hören. Weil heute, Andrea, hi. Heute erste Mal. Ich arbeite noch mit extra Mikrofon, deshalb wollte ich wissen. Ja, nur nicht sehen. Nicht sehen? Warum nicht sehen? Хорошо. Ja, man hört alles super. Und das Bild? Können Sie mich sehen? Ich bin hier. Ohne Make-up. Super Ton. Und das Bild ist auch super. Alles super. Danke, Jasmin. Alles bestens. Supi, Effi. Man hört gut. Alles klar. Vielen, vielen lieben Dank. Dann drehe ich meine Kamera, ja, und wir können anfangen. Wie auf der Schulung, also natürlich, ich zeige euch zuerst, eine Skizze, ja, auf Papier mit Bleistift. Und dann würden wir arbeiten schon weiter mit dem Pinsel, nur halbes Bild. Ja, meine Kamera heute will nicht ganz gut Glaser видно. Ich sowieso drehe ich jetzt Kamera. So, wer? Zuerst zeige ich euch. Hallo, Pia. So, Kamera drehen. Und hoffentlich, ihr könnt das alles gut sehen. Ich warte, was zeigt mein Handy. Eine Sekunde Geduld. Geduld. Wunderbar. Ich sehe, das Bild sieht gut aus, weil ich bin parallel immer mit noch ein Handy auf Facebook, um alles gut kontrollieren. Почему-то темно. Сейчас будет светло, девочки. Tu mal ein bisschen nach hinten. So. Mein Gesicht, das ist nicht so wichtig, wie was würde ich euch später zeigen. Zuerst wollte ich euch was zeigen. Ja, präsentieren meinen neuen Online-Kurs. Also schöne Flamingo-Vögel. Und dazu kommen noch die Schmetterlinge. Die Schmetterlinge zeige ich ein bisschen später. Also, das ist mein erster Versuch war. Und dann später, ich habe das noch ein paar Mal gemalt. Und dieses Bild
zeigt sehr, sehr deutlich. Ja, kann man sehen, hoffentlich ganz gut, dass es neue Online-Schulung wird bald. Sehr einfache Technik. Hier würde ich nicht nur die Vögel zeigen oder Schmetterlinge, dazu noch als Bonus kommen 3D-Rosen. Die kann man auch sehr schön und schnell machen. Was kostet denn Kurs? Der Kurs kostet, wenn ich weiß genau, ha, gute Frage, 180 Euro, ich denke, ja. Ein sehr intensiver Kurs, genauso wie immer. Alle meine Kursen sind sehr intensiv und ich mache alles Mögliche, um das ihr bekommen einfacher. Ihr kriegen diese Informationen einfacher und ihr können das einfacher auf die Nägel, was ist ganz, ganz wichtig, nachher machen. Hi Marco. Hi, hi meine Liebe. Na schön. Und das ist die Bilder, also die Tipps von Kurs Schnörkel. Also hier, wir können sehen, nicht nur Schnörkel, also verschiedene schöne dünne Linien, und auch dazu kommt Thema Gradient, Farbverlauf. Ja, wie kann man ganz schnell und einfach Farbverlauf auf die Nägel im Studio, wie immer ganz wichtig, im Studio bekommen? Ja, das gehört auch zum Schulung Schnörkel. Also, wer hat Interesse, da könnt die ganze Information bei uns auf Homepage finden, alles, alles, alles. Oder mich später nochmal ja, hier auf Facebook fragen. Na schön. Gut, also ich habe schon vorbereitet, vorbereitet, vorbereitet. Papier und Bleistift. Also, was würden wir heute machen? Hier male ich zuerst einen Nagel. Hallo Monika. Gut, also das ist Nagel. Nagel muss nicht lang sein. Ja, Studioform, sage ich so, Studiolänge. Gut. Also, Schnörkel muss ich euch sagen, meine liebe Kollegin und Nagelfeen. Schnörkel sind, das sind die Kreise, Halbkreise und Kreise, das am besten so das zeigen oder sagen oder nennen. Gut, als Beispiel, ich male hier unten, ganz, ganz unten, einen Kreis. Könnt ihr das gut sehen? Ja, dieser Kreis hat natürlich einen Mittelpunkt, Zentrum. Gut. Das heißt, aus diesem Zentrum, ich würde die Linien ziehen, ja? Und hier mache ich noch einen Kreis, der hat auch ein Zentrum. Einen Moment, ich muss Bleistift wechseln. Der will nicht malen. Okay. Und zum Beispiel hier, das ist eine ziemlich große Nagel. Hier auch eine. So eine Komposition. Später würde ich auf die Nägel machen. Und zwar, was soll ich euch sagen? Also ich würde euch immer empfehlen, bevor was üben oder machen, auf, nicht üben, bevor was auf die Kundennägel anbieten oder malen, probiert ihr mit dem kleine Skizze machen. Das dauert manchmal wirklich 20 Sekunden, ja? Sogar also wenn die Kundin kommt und sagt, ja, ich möchte gerne so und so ein Zeichen oder Schnörkel. Kein Problem. Ich sag immer,
bitte ein bisschen warten. Ja, die sagt, ja klar, natürlich, kein Problem. Und ich probiere die kleine Skizze auf Papier machen. Dann mir kommt mir klar im Kopf, wie soll ich das auf die Nägel bekommen? So, hier auch. Und jetzt stellt ihr vor, dass hier zum Beispiel wir haben noch einen kleinen Kreis. Der hat auch eine Mitte. Das heißt, so, jetzt ich male Schnörkel. Also Schnörkel, das sind die Kreise. Sehen Sie hier? Ich muss einfach immer im Kreis Bewegung bleiben. Ups, ich drücke zu stark auf dem. Und zum Beispiel bis hier. Das ist noch ein Kreis. Und machen wir es. So. Als runder eure Bewegungen, so ist besser. Okay, jetzt hier. Genauso kann man noch einen Kreis vorstellen. Und wir machen so eine Linie. Mini-Kreis hier malen, ja? Und wenn wir finden so Hauptlinien, nur jetzt kann man auf Hauptlinien daneben was so zeichnen. Zum Beispiel so Tropfen entlang Muster setzen, ja? Außen oder innen. Immer entlang. Wir müssen uns bewegen mit alle Linien. Nur jetzt entlang Hauptlinie. Hier kann man zum Schluss auch Mini-Kreis machen. So, wir schließen, ja, zum Beispiel diese Komposition. Also, was ist ganz wichtig, dass alle Bewegungen oder alle Schnörkel, die sollen wie möglich rund sein. Runder geht nicht. So, Tropf. Tropf, zum Beispiel hier noch ein Tropf. Ja. Noch ein Tropf. So, es reicht. Also, was kann man hier machen? Zum Beispiel nächste Nagel, wenn die Kundin will auf zwei Nägelchen. Diese Komposition können wir auf zwei Nägel teilen. Das heißt, genau hier, ganz symmetrisch, wir malen ein hier Kreis und hier. Und wir wiederholen einfach so Spiegel. Nee, andersrum, ja? Oh Gott. Ja, ich bin wie typisch Frau. Nee, alles ist richtig. So, ja. Nee, andersrum. Jetzt wirklich andersrum. Ja, sorry, sorry. Ja. Und so weiter und so weiter, ja? Mache ich ganz schnell so eine Skizze und hier auch. So. Hier kann man auch vorstellen oder zeichnen zwei Kreise und jeder Kreis hat auch eine Mitte und wir machen Folgendes. Dieser Kreis ummalen und kommen wir hier hin. Brezel, mein Lieblingsschnörkel Brezel. Das ist schon viel zu viel, aber trotzdem, ja. Hoffentlich ihr habt verstanden, wie kann man üben, die Schnörkel malen, ja? Also immer die Kreise machen und es ist sehr, sehr wichtig, egal wo ihr seid mit dem Pinsel, man muss immer so Halbkreise oder Kreise malen, nicht so ja, solche Bewegungen, ja? Das ist schon keine Kreisbewegung. Rund, wie möglich. Rund bleiben, ja? Gut. Okay, jetzt kann ich langsam auf die Nägel anfangen mit Pinsel. Also, ich habe eine schöne Farbe für euch ausgesucht als Full Cover.
Das ist die Farbe Nummer 65, eine fantastische Farbe. Englisch Tea. Tea mit dem Pinsel Oval Nummer 6. Wir tragen die Farbe auf dem ganzen Nagel. Der Pinsel ist ein bisschen hart, deshalb zeigt ein bisschen Streifen. Ja, das ist meine Schuld. Ich habe den Pinsel nicht geputzt. Ich putze meinen Pinsel wie immer mit feuchtem Tuch. Gut. Und ich probiere nochmal. Wunderbar. Jetzt können wir den Nagel in die Lampe schicken. Und zwar, was kann ich euch sagen? Ich zeichne oder ich mache sehr gerne Skizze, nicht nur auf Papier, sogar auf die Nägel. Das heißt, ihr könnt ganz ruhig mit also Bleistift mit ganz, ganz dünner Mine immer auf die Nägel Skizze machen. Das ist sehr praktisch. Also probiert ihr. Gut, gut, gut. Nägel, ich versiegle jetzt mit dem Topcoat Matte On, ja. Und die Schnörkel würde ich weitermalen auf fertige Nägel mit Farben ohne Schwitzschicht. Das ist fantastische Farben, die geeignet sehr gut für Konturen oder Schnörkel. Und diese Farbe Artistline, alle Gel, die halten sich sehr, sehr gut auf die fertigen Nägel, ja? Also die Linien, sogar feinste, dünnste Linien, die halten sehr gut auf die Nägel. Okay. Gel Polish, Matte On. Und wieder 1 Minute in die Lampe versiegeln. Ich muss jetzt meine Kamera ein bisschen bewegen. Sonst. Gut. Jetzt wir vorbereiten die Farbe für Schnörkel. Ich habe heute zwei Farben ausgesucht. Teddy Braun, das ist eine braune Farbe. Hallo Melanie. Und Gold. Goldfarbe von Artistline Nummer 59. Ihr könnt überall. Kein Spaß. Nun, Andrea, was soll ich dir sagen? Egal wie ist das Wetter, es macht mir immer Spaß, muss ich dir ehrlich sagen. Auf jeden Fall. Goldfarbe, ihr könnt überall dazu mischen, also zum Konturen, ja? Dann zum Beispiel Schwarz plus Gold kriegen wir fantastische Farbton. Also ich weiß nicht, ob die Kamera das kann euch gut zeigen, aber alle Linien und Schnörkel, ich habe mit verschiedenen Farben plus Gold gemalt. Ja, sehen ihr ganz leichte Volume, ganz, ganz minimale Schimmer. Und ja, dadurch die Farbe wird sogar ein bisschen mehr elastisch. Also, Teddy Braun Nummer 58. Ich gebe ein bisschen auf eine Mischpalette. Pinsel sofort reinigen. Und dazu kommt Gold, wie ich habe schon gesagt. Gold natürlich muss ein bisschen weniger sein wie Hauptfarbe.
Fantastischer Farbton, richtig eine edle braune Farbe. Mit ganz, ganz leichtem Schimmer. Hi Marion, hallo, hallo. Sehen ihr? Die Farbe ist sehr, sehr schön. Also Gold immer zum Konturen, besonders beim Schnörkel. Ich würde euch nur empfehlen, dazu mischen. Gut. Jetzt wir können Schwitzschicht abwischen. Also mit Konturenfarbe wir arbeiten, wir malen auf komplett fertige Nägel. Das heißt, muss man jetzt Schwitzschicht vom den Nagel komplett abwischen. Also der Nagel muss absolut trocken sein. Ja. Wunderbar. Und jetzt, wie ich habe schon gesagt, so, ein Moment, mir stört jetzt momentan alles. Ich muss irgendwie, ja. Kann man gut sehen, was ich mache, Mädels? Und Jungs, bitte, bitte sagen. Also direkt auf dem Nagel kann man jetzt diese Skizze mit Bleistift malen. Ich sitze nicht so perfekt. Okay. Ich muss wieder bestellen. Anke, sorry. Was ist hier ganz wichtig? Oder wo ihr macht am meisten die Fehler? Dass die Hauptschnörkel oder Hauptmuster ihr setzen hier in die Mitte, wie eine Pfannkuchen, so patsch und in die Mitte. Und das sieht nicht schön aus und ihr wissen nie, wo muss die Ende vom Muster sein. Deshalb, ich würde euch empfehlen, der Muster immer schieben auf die Seiten irgendwo. Also irgendwo seitlich, egal, oben oder unten auf Freispitze. Hauptsache nicht in die Mitte. Alles, was bleibt, die Reste vom Skizze, kann man nachher mit Cleaner sauber machen, ja? Das ist kein Problem. Das ist sehr praktisch und einfach. So, und wie gesagt, hier machen wir noch einen Kreis. Der muss ein bisschen kleiner sein. So, der mache ich sogar ein bisschen größer. Ich kann nicht perfekt jetzt malen. Weil ich sitze total unbequem und mir ist auch sehr, sehr warm, muss ich ehrlich sagen. Heike, natürlich kannst du das machen. Wir sind täglich hier, also ständig fast rund um die Uhr. Mitte, wie ich habe schon euch gezeigt, ja? Mitte. Und hier habe ich noch genug Platz, deshalb können wir weiter üben. Und noch einen Kreis mache ich hier, eine Skizze und die Mitte. Wunderbar. Mehr brauche ich nicht mit dem Bleistift machen, den Rest mache ich dann mit Pinsel. So, welche Pinsel würde ich euch empfehlen? Wir haben zurzeit im Online-Shop zwei Pinsel, also erst ein Pinsel, ihr kennt schon wahrscheinlich sehr, sehr gut, das ist Fineline, das ist der Pinsel, extra für Schnörkel und dünne Linien. Also besser kenne ich nicht. Und zurzeit, also das ist wirklich Limited Edition. Wir haben eventuell Rest 15 Stück, noch nicht mehr. Das ist auch wie Fineline Pinsel. Aber wo ist Unterschied? Ich zeige euch. Unterschied ist folgendes. Diese Pinsel mit einem wunderschönen so Stiel, der ist ein bisschen kürzer. Dann kommt Frage, warum? Weil es gibt Kollegen, die kommen mehr klar, wenn die Haare sind kürzer. Deshalb, wenn jemand sucht wirklich eine perfekte Pinsel für Schnörkel und Konturen, aber mit kurzem Haar, ich würde euch nur empfehlen den Pinsel, ja?
Der ist nicht nur schön, was ist ganz, ganz wichtig, der arbeitet. Sonst das Feinlein, das ist wirklich beste Pinsel für Konturen und Linien. Natürlich, ich zeige euch jetzt, wie muss man die Farbe auf dem Pinsel nehmen. Ja, ich arbeite wie immer mit Feinlein 00, das ist schon Gewohnsache. Fast alles aus dem Bild. Echt. Ho. Da bin ich nicht so glücklich. Der Birdie ist super. Ja, danke. Gut. Ich versuche immer in die Mitte. Ich habe beide. Ich auch, Marion. Das ist Fetisch. Pinsel für mich, Pinsel und Formen für die Nägel, für Verlängerung, das ist ein Fetisch. Also hoffentlich bald, wir kriegen auch neue Form für Verlängerung, also meine eigene. Und ich hoffe, die würden genauso gut wie alle unsere Produkte. Ist ein bisschen zu nah, ja, aber ich bleibe lieber so, weil jetzt wir würden auf den Tipps malen und es ist viel, viel besser. Meli Merlo, sorry, I'm not understand of Germany schreiben. Gut, so, Leute, wie muss man richtig die Farbe auf dem Pinsel malen und nehmen, um dass der malt ganz, ganz dünn. Also, ich mache Folgendes. Zuerst komplett die ganze Haare. Ich mache ins Farbe, ja? Ganz, ganz schön in die Farbe. So. Jetzt ich sehe, das war ich weg. Also tut mir leid, mein Telefon hat gespinnt und das Bild ist ein bisschen geschoben. Also das ist nicht meine Schuld, aber ich muss das immer kontrollieren. Jetzt. Ich bin in die Mitte. Also, die Haare komplett, ja? Und wenn gucken wir ganz genau auf den Pinsel, da sieht Katastrophe aus. Also, kann man alles malen außer dünne Linien. Was mache ich weiter? So, mit Drehungsbewegung, also wir drehen den Pinsel und lassen die ganze Farbe jetzt hier auf Mischpalette. Ja, so zusammen, so drehen. Jetzt Pinsel hat wieder eine schöne dünne Form und jetzt kann man anfangen mit Malen. So, nochmal, das ist schon Gewohnheit. Na gut, ich fange an. Ich da in die Mitte, ich setze einen Punkt. Ganz schöner Punkt. Wie groß muss Punkt sein? Es kommt darauf an, wie dick, wie dick würden oder werden unsere Schnörkel. Jetzt sehen ihr ganz genau, dass Farbe zieht sich langsam nach oben. Das ist keine gute Zeichen. Wenn sowas passiert, dieser Rest, man muss immer sofort wegmachen. Am meisten, ich mache das auf meinen Finger, eventuell das ist nicht gut, aber wenigstens, das ist schneller. So, also kann man sagen, ich korrigiere die Spitze. Und jetzt mit dünner Spitze, mit Kreisbewegung, ich drehe Pinsel, der ist sehr, sehr elastisch, ja. Bitteschön. So. Noch ein Kreis setze ich hier. Привет, Ксюша, Ксюша. Und wieder Kreisbewegung. Andersrum. Nach Bedarf. Natürlich kann man immer alles korrigieren. Zum Beispiel, ich möchte hier korrigieren die Mitte. Ich nehme einen kleinen Tropf und auch mit runder Bewegung ich korrigiere die Mitte. Mhm.
Wunderbar. Hier alles ist in Ordnung. Jetzt am besten ein paar Sekunden in die Lampe Muster fixieren. Ну как, половинку уже, половинку пропустили. Янелис, hello, hello, hello. Hi, hi, Kleine. Paar Sekunden, also immer Kunden sagen, 3 Sekunden in die Lampe, mehr brauchen wir nicht. Noch einen Punkt setze ich und male ich mini, mini, mini Kreis. Hauptsache immer Kreisbewegungen. Und bitte nicht vergessen, alles was wir machen jetzt, das ist direkt auf fertig genagelt. Deshalb, wenn habt ihr was falsch gemacht oder Mini-Fehler, das ist kein Problem. Wir können immer ein Holzstäbchen nehmen, sowas zum Beispiel, und die Reste korrigieren was. Ja, das ist immer kein Problem. Oder einfach komplett alles abwischen mit Cleaner und nochmal probieren. Deshalb, das ist sehr, sehr praktisch, direkt auf fertige Nägel malen. Оксаночка, добрый, добрый, добрый вечер. Gut, weiter. Jetzt kommen wir zum noch einen Kreis. Der ist hier. Setze ich wieder einen Punkt in die Mitte. Die Spitze vom Pinsel putzen ein bisschen und ganz schöne Kreisbewegung. Was ist auch sehr, sehr wichtig? Langsam arbeiten, besonders beim Üben. Immer sehr langsam arbeiten. Schnell was Schönes bekommen, besonders wenn es ist was Neues, neue Technik, ja, oder neue Muster. Ihr kriegt das nie im Leben. Gut. Hier. So. Setze ich daneben noch einen Punkt, also ein bisschen größer. Wenn ich sehe, dass auf dem Pinsel wieder zu viel Farbe, die Reste hier am besten lassen. Und wir ziehen andersrum. Ah, bitteschön. Mhm. Wunderbar. Noch mal in die Lampe fixieren, 3 Sekunden. Danke, Andrea. Danke für die Herzchen, vielen lieben Dank. Der liked mich, das ist ganz, ganz nett von euch. Zum Beispiel hier setze ich einen Punkt direkt auf die Linie. Punkt kann ruhig groß sein. Schön groß. Und auch so Kreisbewegung. Und entlang Linie nochmal kommen. Hier setze ich noch einen Punkt und auch mit langsamer Bewegung zusammenziehen. Ich speichere, also ich lösche nie die Videos. Hier gibt es jede Menge. Mhm. Andrea, du bist eine Puppe. Das ist lieb. Jetzt weiß ich das. Gut, weiter. Zum Beispiel hier. Hier. Großer Punkt. Die Reste weg. Runde Bewegung. Und wieder zum Hauptlinie. Da ein bisschen Luft gekommen. Langsam und mit großer Liebe. Wow, schön. Macht wirklich Spaß.
Привет, Светулькин, привет. Да, Леночка попала на лайв. Ich erkläre super gut, danke schön. Ich bin immer am Live, bisschen nervös und ich verschlucke und ich vergesse alle deutschen Wörter, mein Gott. Warum, weiß ich nicht. So. Punkt, immer kleben wir auf Hauptlinie. Und die Bewegungen sind immer, immer, immer rund. Oder zum Beispiel noch eine. Also wirklich alles, was ich mache jetzt, das ist aus Kopf. Punkt. Und entlang Linie ziehen. Punkt. Punkt muss auch sehr sauber und rund sein und entlang Linie ziehen. Ja, ich weiß, ich kenne euch viele, sogar persönlich, aber trotzdem immer. Immer ein bisschen schieß vom Kamera. Akzent. Ich habe keinen Akzent. Das ist meine besondere Sprache. Gut. Nein. Was kann ich euch auch empfehlen, Leute? Wenn ihr üben was, wenn ihr übt was auf den Tipps, ja, alleine, in Ruhe. Und bestimmt habt ihr schon Probleme, das guckt ihr auf dem Tipps und ihr versteht nicht, ob alles ist schön, ob ist genug Farbe dabei oder nicht genug. Was kann ich euch empfehlen? Ich würde euch empfehlen, so geübte Muster ab und zu nicht mit Auge sehen, sogar mit einer Videokamera. Versteht ihr, was ich meine? Einfach Handy aufmachen auf Foto- oder Videomodus und schauen mit die Kamera. Sogar mit die Kamera, ihr könnt immer das Bild vergrößern. Ja, genau wie jetzt, ihr sehen, was ich mache. Weil sogar jetzt beim Malen öfter, ich gucke nicht auf dem Muster, sogar auf die Kamera, durch die Kamera, so am besten sagen. Noch ein kleiner Punkt. Spitze sauber. Und Linie. Coole Idee, ja. Auf diese Idee, Katja, ich bin gekommen, weil ich bin oft live, ja. Und ich habe auch sehr deutlich gemerkt, wie groß ist Unterschied, wenn ich sehe, was mit Augen oder wenn ich sehe, was mit der Kamera. Das ist eine sehr, sehr gute Hilfe für uns. Noch hier. Also ihr wisst, mich muss man ab und zu bremsen, sonst kann ich ohne Ende malen, besonders wenn es geht um Schnörkel. Ja, siehst du, Katja, also probier mal üben beim Mal, sogar auf Kundennägel, das ist auch kein Problem. Kamera anmachen und schauen. Gut, wir fahren weiter, wir gehen jetzt nach oben. Ja, hier ist noch ein Kreis, haben wir gemalt. Wieder ein schöner runder Punkt, Spitze sauber machen. Und nicht direkt nach unten ziehen, nein, Kreisbewegung. Ja.
Jetzt kann man sogar ein bisschen schneller arbeiten. So. Ja. Also Muster wird immer schön, wenn eure Linien sind sauber und dünn und alle Schnörkel für Augen zeigen einen Kreis. So am besten sagen. Ja. Artistline-Gele sind sehr elastisch und flüssig und dickflüssig gleichzeitig, so am besten sagen. Deshalb kann man ruhig mehrere dünne Linien zeichnen und das Gel geht nicht auseinander. Ja, also das läuft nicht weg oder die Linien, die ziehen sich nicht zusammen. Also wie immer alle unsere Produkte, First Gel, sehr gute Qualität. So, fast fertig. 3 Sekunden in die Lampen. Jo, jo, jo. Wunderbar. Zum Beispiel hier, ja, fällt was. Also Kurs oder Schulung Schnörkel. Ich würde euch natürlich nur empfehlen, eventuell jemand von euch hat genug Platz im Studio und ihr habt Interesse, organisieren meinen Kurs direkt bei euch vom Ort. Das ist auch machbar. Wenn jemand hat Interesse, ihr könnt einfach mir schreiben auf Messenger und wir können darüber weiter besprechen. So, ja, so ein, ich denke, der ist schon fast fertig. Also wie gesagt, mit Kamera kann man sehr kritisch das sehen. Zips, Marion, ich weiß nicht, jemand Prajem Gel, ja, kann ich auch erzählen. Diese Tipps gibt es bei uns im Shop, das stimmt, ja. Ein Set 250 Gramm, wollte ich sagen, von 250 Stück. Das ist ein Set mit wichtigster Größe, sage ich so, ja. Was auch kann ich euch beim Schnörkel empfehlen, wenn ihr seht zum Beispiel zu viel lange Linien, also hier ist nicht zu viel, aber trotzdem, ich würde euch das gerne zeigen, man kann direkt auf die dünnen Linien ganz dünne Pünktchen setzen. Seht ihr? Denn Muster sieht sofort noch edler aus. Wie muss man das machen? Ganz genau. Natürlich kann ich auf dem Schulung erklären, weil hier gibt es auch ein paar Punkte, wo muss man so achten. Da kann man nicht aufhören, da hast du recht. Ja, jemand muss mich bremsen. Jemand muss schreien, Anna, stopp, Anna, stopp, stopp. Na gut, noch ein paar Pünktchen setze ich und das war's. Hier zum Beispiel. Aber ich denke, diese Muster würde jeder Kundin gefallen, ja? Wenn jemand, wenn manche Kollegen sagen, nee, nee, meine Kunden mögen das nicht. Wie kann man das nicht mögen? Wie? Gut. Komm, so, komm in die Lampe. Gerade jetzt war hier Frage auf Russisch, aber ist nicht schlimm. Ich kann übersetzen, ein bisschen erzählen über Jamgel. Was ist das Jamgel und was kann man mit dem machen? Ich würde natürlich euch sehr, sehr gerne zeigen und erzählen. Das nimmt
nicht so viel Zeit, aber trotzdem sehr interessant. Wenn jemand noch weiß nicht, was ist das, Jungle. Mhm. Приветики, приветики, Кристюша. Unsere Mischpalette kann man auch sehr gut putzen mit Feuchttuch. Bitte keine Cleaner verwenden. Nur abputzen alles nur mit feuchten Tüchern aus Lidl. Die beste. Gut. Ein paar Sekunden Geduld. Ich warte das Muster. Mhm. So, der Muster war jetzt eine Minute in die Lampe. Die ist komplett trocken und fertig. Und wie ich habe schon gesagt, ich weiß nicht, ob die Kamera zeigt das oder nicht, kann man sehen, ein bisschen Reste von Bleistift. Das ist kein Problem, obwohl der ist schon komplett fertig. Also diese Muster, man muss nicht versiegeln. Ja? Das bleibt alles so wie jetzt. Nur wegen dem Bleistift, die Reste, kann man den Nagel, um dass der bleibt sauber, perfekt sauber, nochmal mit Cleaner putzen. So, 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 so. Haha, perfekt. Besser kann nicht sein. Mhm. Ich zeig dir. Ich zeig Marion. Mhm. Die feuchte Tücher, ich denke, jetzt der Lidl macht einen riesengroßen Gewinn durch meine Live-Videos, weil ich mache ständig Werbung für feuchte Tücher von Lidl. Das ist die Lupilu, heißt das. Ohne Zusatz von Alkohol, Fett, Farbstoffen, bla 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 bla. Sind die beste. Ohne Öl. Ihr könnt ruhig das immer an Kunden anbieten, so zwischen die Hände sauber machen vom Staub zum Beispiel, wie ich mache das, ja. Wenn die Kundin nach dem Fallen putzt die, ja, Heike, putzt die Hände vom Staub, ich putze schnell meinen Arbeitstisch auch, ja. Also ich arbeite ohne Staub, sehr, sehr sauber und die Kundin ist zufrieden. Und zwar diese Tücher, ich würde euch nur empfehlen, für den Pinsel, als Pinselreiniger. Also das ist besser kann nicht sein. Oh, jetzt, ich brauche auch eine neue. Also bei mir, wenn ich arbeite, oh, egal, modellieren oder Nail Art, bei mir auf dem Tisch liegt auf alle Fälle immer eine saubere, feuchte Tuch. Für Pinsel, für Hände, für alles, alles, für die Nase, sage ich so. Gut, Jam Gel. Wie ich habe schon gerade euch gezeigt, einige Sachen, was zum Beispiel, ja, das ist auch Jungle. Was ist das Jungle? Jungle, das ist eine universelle, durchsichtige Gel. Der hat keine Schwitzschicht, das ist eine sehr harte Paste. Wir können diese Paste, Jungle, immer mischen mit alle Farben, Farbgel, Polish oder sogar die Pigmenten, um das neue Farbtone von die Paste für 3D Nail Art bekommen. Von Hip, die passen auch gut. Ja, ich denke auch. Also ich würde Folgendes Marion sagen, wenn es geht um Feuchttücher, einfach die günstigste nehmen, egal wo, DM oder andere Drogeriemarkt. So, zurück zum Jungle. Ja, könnt ihr sehen. Nur, auf was sollen wir immer achten? Wenn ihr arbeitet, bitte Dose so nie auf dem Tisch lassen. Das Gel, die Paste, ist sehr, sehr empfindlich zum dem Licht. Deshalb, ich nehme immer kleine Menge, lasse ich hier, mische ich hier auf Mischpalette und meine Dose ist immer zu. Deshalb, ich kann ruhig arbeiten mit komplett alle 5 Gramm und der härtet sich nicht und wird nicht gelb. Ja, Lena, es gibt nur 5 ml, nur wegen dieser Empfindlichkeit, wegen dem Licht. Ich würde abraten, sogar große Menge machen, ja, also Jam Gel, kann man sagen, das war meine Idee, meine Entwicklung damals und später
viele, viele Firmen, die haben das auch in Programm genommen, verschiedene Arten vom Jump Gel, aber es war, also bis jetzt, Gott sei Dank, noch keine hat unsere Formel gefunden. Da bin ich sehr, sehr stolz. Ja, das war meine eigene Idee. Auf jeden Fall, was kann man machen? Einfach als Beispiel. Ich nehme jetzt einmal Pigment. Das ist ganz normale Pigment und bald wir würden die Neonpigmenten auch verkaufen, 8 verschiedene Farben. Später kommt auch Live-Schulung dafür. Ich nehme ein, stelle ich hier Gel-Polish und ja, egal was, Hauptsache Farbe, zum Beispiel Farbgel, ja. So, ich brauche jetzt ein paar Tipps. Um das euch zeigen, einen Moment. So, das wird schneller. Pinsel. Ich würde euch empfehlen, einen Pinsel nehmen. Der hat kurze Haare, elastisch, aber ein bisschen härter wie Feinlein. Also bei uns, es gibt, oh, das hier kann man leider nicht sehen, der ist komplett versaut. Also Pinsel heißt Master, Nail Art Master 5.0. Ja, hier kann man nicht sehen, na, trotzdem 5.0. Warum diese Pinsel? Weil die Kurve, die Haare sind kurz genug, elastisch genug, aber trotzdem auch bequem hart für eine Paste. Ja? Gut, Jump Gel, das ist sehr praktische Gel. Also, wie ich sage immer, ein bisschen Geld sparen. Nicht 20 verschiedene Farben vom Paste kaufen, dann kann man immer selber was machen. Jump Gel. Also, am meisten so kleine Menge reicht für eine Kundin, ja, weil keine würde auf 10 Nägel was 3D malen. Und zum diese Jump Gel Punkt gigantisch, ja, ja. Ich nehme ganz kleine Menge vom Pigment. Das ist ganz normale Neonpigment. Denken ihr, dass Hersteller machen anders die Pasten, genauso wie ich zeige euch. Also Pigment plus eine extra, so sage ich so, Brühe. Jump Gel, das ist Brühe, ja? Brühe, aus die kann man verschiedene Gele machen. So, ich probiere jetzt das nah zu zeigen. Bitteschön. Sehen ihr? Eine fantastische Farbe, eine fantastische feste Gel, aber trotzdem sehr, sehr elastisch. Jump Gel plus Neon Pigment. Gut, weiter. Pinsel sauber machen. Jetzt nehme ich wieder Jump Gel. Ach, was soll ich noch euch auch sagen? Jump Gel Muster, also 3D Muster, muss man nicht auf die Nägel versiegeln, ja? Also bitte 3D-Muster mit dem Jump Gel nachher nicht versiegeln. Was ist auch sehr, sehr praktisch, das Jump Gel sogar gemischt mit dem Gel mit Schwitzschicht, trotzdem nach der Aushärtungszeit hat keine Schwitzschicht. So, noch kleine Menge und dazu, ich gebe Gel-Polish. Hallo, Tanjuschka. Wie viel muss Farbe dazu sein? Spielt auch keine Rolle. Kann ein bisschen mehr, kann ein bisschen weniger sein. Ihr könnt auch sogar eine durchsichtige Konsistenz vorbereiten. Das ist egal, weil Jump Gel härtet sich immer wunderbar. Das Jump Gel Muster, 3D Muster, hält wunderschön auf die Nägel. Das geht nicht kaputt, nie. So, bitteschön. Paste, rote Paste, Jump Gel plus Gel Polish, sogar flüssige Gel Polish. So.
Bitte schön. Fantastische Farbe. Und jetzt nochmal. Da, da, тоже можете. Natürlich, Jamgel kann man auch verwenden, klar, ja. Was soll ich sagen? Also ich, ja, ich persönlich mag ich nicht so gerne diese Glasblumen. Also mir gefällt besser mit die Paste arbeiten, so fest ist, ja. Gut, jetzt nochmal Jamgel. Oder kann man Jamgel mit Glitzer, nur mit Glitzer mischen, ja. So kriegt ihr eine Paste, durchsichtige Paste mit Glitzer. So, Canberra, Farbgel, Canberra. So, Neon Orange habe ich genommen. Jetzt ist Sommerzeit. Im Sommer läuft sowieso das alles super schön. Alle unsere Farbgel oder Gelpolish Farben, die haben eine sehr, sehr gute Deckkraft. Intensive Pigment schon drin, sehen ihr? Bitte schön, noch eine Paste. Auch, also aus einer Dose. Ich habe jetzt vorbereitet drei verschiedene Farben. Was würde ich euch auch sehr gerne zeigen? Das ist auch ein beliebtes Produkt bei unseren Kunden. Noch eine Paste. Das ist White Queen 10. Das ist für die Paste, auch Paste, neue Farben mischen, aber in Pastell. Ja? Das ist auch eine Paste, feste Paste. Kann man auch als Brühe nennen und hat auch keine Schwitzschicht. Also wir können diese Paste, sehen ihr, entweder pur verwenden in Weiß oder wir können auch mit Pigmenten oder alle anderen Farben auch mixen. Ich zeige euch. Auch sehr praktisches Material. White Queen 10 Painting Paste. Na gut. Zum Beispiel, wieder nehme ich eine Monaco 46. Das ist eine Neon Fuchsia Farbe. Und ich gebe ein bisschen zum White Queen Paste. Bitteschön. Wunderschöner Farbton. Auch Paste, mit die kann man wunderschön was auch drauf auf fertige Nägel machen. Und die hat auch nachher keine Schwitzschicht und muss man nicht versiegeln. Garnet, natürlich kann ich zeigen. Sehr, sehr gerne. Das ist ein schöner Farbton. Wenn ich finde. Sekunde. Das ist nicht so einfach. Weil ich habe so viel auf dem Tisch. Mein Tisch immer explodiert von Farben, kann man am besten so sagen. Ja, gefunden. Garnet, das ist ein Farbton, so Richtung Burgund, Bordeaux. Und mit einer ganz, ganz kleinen, sehr eleganten Stich von Goldpigment. Genau so sieht unsere Etikett aus. So, zeige ich. Wo sind die Tipps? So, Garnet Nummer 70. Hoffentlich, ihr könnt gut sehen. Habt ihr wahrscheinlich gesehen, die Farbe. Ich habe vor kurzer Zeit auch die Nägel gepostet mit dieser Farbe. Da kann man die Farbe sehr ehrlich, sage ich so am besten, sehen. Weil ich bin nicht sicher, ob kann das, holla holla, ob kann jetzt die Kamera das gut zeigen. Also dieses Schimmer, was sehen ihr,
kann man kaum auf die Nägel nicht so deutlich sehen. Ja? Das ist wirklich eine edle Farbton. Hi Jana, hallo aus Koblenz. Gut, das ist die Farbe. Also wir kommen zurück ganz kurz zum zum White Queen Paste. Hier habe ich noch ein bisschen Paste genommen und kann man auch sogar mit den Pigmenten mischen. Wieder gleiche Pigment, Pink. So ganz zarte, leichte rosa Farbe. Und jetzt kann ich euch zeigen, eine schöne Muster mit 3D-Schnörkel mit vorbereiteter Paste. Das nimmt nicht so viel Zeit, aber könnt ihr nochmal üben, die Schnörkel machen. So, ich nehme einen Zips. Wenn es geht um Jump Gel zum Beispiel, das ist Jump Gel. Ganz kurz zeige ich euch. Das ist Jump Gel. Also Jump Gel, das ist wirklich Möglichkeiten ohne Ende, gerade jetzt gefunden. Bitte schön, Jump Gel. Alles komplett, den Muster, Jump Gel, ja? Mit Rot gemischt, mit Grün gemischt. Hier war mit Babyblau Farbe gemischte Jump Gel. Hier Jump Gel komplett in Weiß gemalt. Fuchs und danach mit Farbgele gefärbt. Knallrotes Pigment haben wir nicht. Nein, Ferrari, nur Neon kommen bei uns. Schatzlein, Knallrot, wir haben eine Farbe mit wirklich knallrote Farbe. Das heißt, die Farbe, wenn ich finde. Ich kann das euch zeigen, das ist wirklich eine knallrote Farbe, die enthält auch Neonpigmenten drin. Ich weiß nicht, ob kann man das gut sehen. Das ist die Farbe auch aus Neon-Kollektion Nummer 41 Madrid. Das ist eine knallrote Farbe. Hoffentlich, Kamera zeigt das wirklich gut. So, auch ein bisschen Jump Gel, ja, so richtig Juwelierarbeit. Jump Gel, was kann man auch, das auch, wahrscheinlich habt ihr schon gesehen. Ups, die Biene ist schon weg. Jump Gel, wieder, was einfacher, edle, Jump Gel. Noch was, wieder Jump Gel, ja, ein einziger Gel, das kann man sogar so zeigen, seitlich, alles ist Jump Gel. Also ich habe immer jede Menge Muster, die kann man ohne Ende zeigen, auch Jump Gel. Okay. Also machen wir noch ein Muster mit Schnörkel und Jump Gel. Als Hauptton, als Full Cover, ich nehme Gel Polish Farbe Nummer 27. Ganz, ganz zarte, feine rosa Farbe. Also sehr, sehr fein. Passt sogar für anspruchsvolle Kunden auch. Unsere Farben, Gel Polish Farben, ihr könnt ruhig auf Aufbaugel, auf Gelnägel verwenden.
Wunderschöne Konsistenz kann man sehr gut auftragen und es hält auf alle Nägel, nicht nur Naturnagelnägel, sogar Gelnägel auch. Ja, den Nagel, ich versiegle jetzt mit Mattgel und das kann man deutlich 3D-Muster nachher sehen. Bisschen warten, bisschen warten. Hier noch eine. Noch was mit Jamgel gefunden. Also bei mir überall liegen den Hasi, habt ihr schon wahrscheinlich gesehen. Jetzt gibt es im Facebook zwei Online-Schulungen: Hummel und auch so Kaninchen. Ja, das alles ist auch mit Jamgel. Habe ich gemacht. Sehen ihr? Immer schöne Sachen. Also Kaninchen und Hummel. Hummelkurs ist bis heute sehr, sehr erfolgreich. Wenn jemand hat Interesse, kann mir auch schreiben, bei mir sich melden. So, etwas ist runtergefallen. Hasi, meine Hasi. Der Nagel, Matte und Versiegler. Und das ist Gel-Polish-Versiegler, den kann man auch auf Gelnägel verwenden. Bald bei uns kommen noch zwei wunderschöne Produkte. Versiegler ohne Schwitzschicht für Gelnägel. Eine milchige für Babyboomer und eine super Shine, ja? Danke, Natalia, danke. Also ich kann das euch schnell zeigen, nur fehlt hier noch, das ist eine milchige, fehlt noch Etikett. Das ist eine wunderschöne Farbe, also besonders gut würde passen zum Babyboomer oder French und ohne Schwitzschicht. Das glänzend wunderschön bis 6 Wochen. Das habe ich schon sehr, sehr gut getestet. Und eine super Schein, der hat eine sehr gute dicke Konsistenz. Das ist auch sehr praktisch. Deshalb man reicht nur eine Schicht auftragen, auch ohne Schwitzschicht. Aber ich denke, in 2 Wochen maximal kommt das schon im Shop. Wir warten wie immer auf Etikett. Hi Magdalena, Jenny, meine Liebe. So, Winkel, Winkel. Schwitzschicht abwischen. Und hier entweder könnt ihr, also nein, nicht entweder, falsch. Ihr könnt immer die Kreise malen, wie ich habe schon gezeigt. Wir probieren das nochmal, ja, mit die Kreise zum Beispiel. Mache ich hier. Mit Bleistift eine Skizze. So, hier noch eine. Hier eine. Ein Kreis. Und zum Beispiel hier kleinen Kreis. Also mit dieser meine Technik, wenn würden ihr wirklich fleißig zwei, dreimal malen auf Papier und zweimal, dreimal auf Tipps, da könnt ihr mit geschlossenen Augen die Schnörkel perfekt bekommen. Jetzt, ich würde die Schnörkel mit Paste malen. Deshalb, wie ich habe schon gesagt, ich nehme Pinsel Master, Nail Art Master 5.0. Und den Pinsel muss komplett, ups, sauber sein. Gerade jetzt mit dem Feuchttuch habe ich den Pinsel sauber gemacht. Anjuta, privet, privet. Hallo Sandra, alle, hallo zusammen. Und ich nehme jetzt rosa Paste, ja, nur auf die Spitze. Psala. Hey. So, nur auf die Spitze. Сейчас уберу все с экрана, а то оно что-то разъезжается. Okay, in die Mitte setze ich einen Punkt, wie immer. Und jetzt ohne Pinsel zu putzen,
Kreis bewegen ganz langsam und fest drücken auf dem Pinsel. Sehen ihr? Der biegt sich, weil ich drehe sehr fest. Bitte schön. Ja, das ist eine, wie ich habe schon gesagt, Hauptlinie. Hier male ich direkt mit der Paste noch eine Hauptlinie langsam in Kreisbewegung. Noch eine Hauptlinie finden wir beim nächsten Kreis. Kreisbewegung. Langsam. Mit viel, viel Liebe und Mühe. Bis hier, da wo die treffen sich die Kreise. So, und hier noch ein Kreis habe ich gemacht. Andersrum hier. Wieder bis ein Treffpunkt hier. Ganz kurz in die Lampe aushärten. Ganz kurz, wie immer, 3 Sekunden. Länger man braucht nicht. Und jetzt jede nächste Linie, ich würde ganz schnell in die Lampe aushärten. Also meine Kunden oder die Modelle, die wissen das, 3 Sekunden Takt, sage ich so. Und ein bisschen drauf auf die erste Linie malen, Lampe. Bei dir bricht den Pinsel immer raus, weil du bist zu schnell. Probier mal wirklich sich gut kontrollieren. Also öfter, das habe ich auch in meiner Schule erklärt, was öfter, wo macht ihr Fehler? Die Fehler ist am folgenden. Ihr malt sehr, sehr schön Kreisbewegung, aber zum Schluss so eine Bewegung. Ja, so wegschmeißen. Hand, ihr schmeißt so richtig weg. Nein, das ist falsch. Deshalb sogar ich kriege eine krummige Form. Deshalb Bewegung muss immer langsam mit 100% Kontrolle bis letzter Punkt sein. Verstehst du, Heike, was ich meine? Na gut, weiter. Punkt setzen, drauf, ja, ein bisschen, ups. Und Kreisbewegung. Aber das ist auch diese Kleinigkeiten, die kann man, Heike, natürlich am besten lernen nur auf eine normale Schulung, wo wir sitzen gegenüber einander und ich kann dich sofort korrigieren und ich sehe mit meiner riesengroßen Erfahrung als Lehrerin, sage ich so, ich sehe sofort alle Schülerfehler, die machen, also tak, Punkt und drehen, Lampe. Ich habe so viel Kabel drauf, ich komme nicht klar heute. Zu spät? Nein, macht nichts. Das kann man jetzt wieder korrigieren. Weiter. Oben hier. Ja. Ich sammle. Oh. Genau so natürlich, wir können auch mit dem Jam-Gel arbeiten. Ja, das ist die Paste, was habe ich mit White Queen gemischt. Nur weil ich wollte eine Pastellfarbe bekommen. Weiter. Hier. Auch Punkt setzen und zurück. Zack. Andersrum. Ciao, ciao. Ciao, Nicoletta. So, hier auch.
Und schnell in die Lampe. Kreisbewegung. Egal wie viel Gel haben wir auf dem Pinsel, sogar wenn es so viel ist, trotzdem langsam Kreisbewegung. Ja, Anke, ich bin da. Wir kommen mit unserem Stand. Nochmal. Nochmal. Sehen ihr? Das ist fantastische, fantastische Muster. Und nochmal. Wie Kundin kann hier Nein sein, sagen? Keine Chance. Keine Chance. Also ich würde euch empfehlen, wenn zum Beispiel ihr habt Kunden, die sagen immer, das ist alles schön, aber nicht für mich. Was kann man anbieten? Genau was ich mache. Ton in Ton, Farbe in Farbe arbeiten. Das heißt, wir nehmen eine Hauptton, Hauptfarbe, rosa, und kann man sogar mit gleicher Farbe, Farbton, Paste mischen, ja, und Ton, Farbton in Farbton arbeiten, so monochrom Muster machen. Das heißt, die Kundin bekommt eine fantastische Muster, aber nicht viel. Золотые ручки и ножки. Спасибо. Marion München, ich weiß nicht, ich weiß noch nicht. Wir planen in München so eine große Hausmesse machen, in Höchstadt. Das schon, ja. Also ich finde, das bringt viel mehr, eine Hausmesse in Höchstadt machen, bei Julia Eckermann, unserer Kollegin. Anna, du bist sowieso eine fleißige Mädchen, immer, ich beobachte bei Instagram alle deine Fotos, was du postest, täglich immer neue Muster, also sehr, sehr schön, sehr schön. Also hier natürlich kann man schon am besten Stopp sagen, weil wir haben schon jede Menge, ja, gemacht. Hier kann man auch Stopp sagen oder, wie ich habe schon auch gezeigt, zum Beispiel die Punkte setzen. Ja. Marin, was ist weg, so weit weg von dir? Hochstadt? Das ist auch Bayern. Leute, mich muss man wieder bremsen. Also mit Schnörkel kommt nie Ende. Du bist fleißig. Ja, du bist fleißig, Anna. Zu weit nach so von München. Och, Mädels, tut mir furchtbar leid. Also jede mit die Paste kann man immer was höher setzen. Ja, also immer kann man ein bisschen höher machen, auch nach Bedarf. Nicht alle Kunden mögen, wenn der Muster ist zu hoch auf die Nägel. Auf jeden Fall, jetzt zum Schluss muss man den ganzen Muster, wenn ihr habt eine starke Lampe, sogar reicht eine Minute, UV-Lampe 36 Watt, am besten 2-3 Minuten aushärten und fertig. Der Muster hat keine Schwitzschicht mehr, perfekt. Ja? Zum Schluss, wenn wieder bleiben ein bisschen so wie hier, die Reste von Bleistift, das kann man mit Cleaner sauber oder sogar mit dem feuchten Tuch das machen. Mehr nicht.
Auf jeden Fall, wir haben heute viel, viel geübt, nicht nur Schnörkel, ja, sogar wie kann man unsere schönen Pasten verwenden. Also das ist, kann man sagen, must have für eine jede Nagelstudio, wo Nagelmodellistin hat keine Angst von Nailart, weil hier wir haben mehr Möglichkeit und kann man auch natürlich beim kreativen Arbeit ein bisschen Geld sparen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend zusammen. Ja, ich muss schon auch langsam mal nach Hause fahren, weil, oh Gott, weil meine Hunde sind heute ab Nachmittag zu Hause und die vermissen mich. Und die müssen auch Gassi gehen, ja? Ja, deshalb also einen wunderschönen Abend euch zusammen und nicht viel arbeiten, immer gesund bleiben, glücklich bleiben und reich werden. Und beim Interesse oder Fragen wegen meiner Online-Schulungen oder so vom Ort-Schulungen, bitte einfach Messenger schreiben, fragen. Ich bin immer gerne für euch hier, ja? Und gute Nacht. Schlaft ihr gut, obwohl es zu warm draußen. Trotzdem. Ciao, 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 Mädels. Ciao, ciao.